Servus liebe Leute und willkommen zu was ganz Neuem, und zwar spielen wir heute Verdun, einem Erstweltkriegs-Shooter, in dem es eigentlich nur um Grabenkämpfe geht. Habe ich mir heute Mittag auf Steam für 6,45 Euro, glaube ich, gekauft. Ein Schnäppchen kostet normalerweise 20 Euro. Und zu dieser wunderschönen Musik suchen wir uns jetzt ein Squad aus. Denn in diesem Spiel sucht man sich keinen Server aus, wo man spielen möchte, sondern man sucht sich ein Squad aus. Denn das Spiel ist wirklich hoch teambasiert, sag ich mal. Und wo fangen wir denn an? Was haben wir denn da unten so? Komm, wir gehen mal als Scharfschütze rein. Habe ich noch nicht gespielt. Also es gibt mehrere Karten, mehrere Schlachtfelder. Und scheiße, jetzt bin ich natürlich direkt in einen Sieg gejoint. Super. Kriege ich aber auch immer ein paar Punkte für. Also es gibt mehrere Schlachtfelder. Hat man ja eben auf der Karte gesehen. Mehrere Länder, die gegeneinander kämpfen. Also insgesamt sollen es, glaube ich, Deutschland, Frankreich, England, Kanada, USA. Und was soll noch kommen? Ich glaube noch das eine oder andere Ländchen. Halt alle Kriegsparteien quasi, die sich bei Verdun die Köpfe eingehauen haben. Und Mist, jetzt starten wir gar nicht als Scharfschütze. Jetzt starten wir als Schütze. Naja, gut, macht nix. Und ja, ich weiß nicht, was an sich noch sonst an Features kommt. Da bin ich noch sehr uninformiert. Ich habe das Spiel schon länger auf dem Schirm gehabt, aber es war mir bisher einfach mal ein bisschen zu teuer. Insgesamt erinnert es mich sehr an Red Orchestra 2, vor allem. Wow, ich hänge im Stacheldraht fest, der auf dem Boden rumliegt und ich ihn nicht gesehen habe. Super. Erinnert mich sehr an Red Orchestra 2, vor allem halt auch vom Schießen her und vom Getroffenwerden. Denn mit einem Schuss seid ihr häufig hinüber. Ist ja auch realistisch eigentlich, ne? Oh, wir verteidigen hier jetzt unsere Stellung. Wie ging das denn? Ich war hinter der Mauer. Ihr müsst ein bisschen links unten, im linken unteren Bildschirmrand, auf die Karte gucken. Die ist nämlich somit das Wichtigste in dem Spiel. Denn sie zeigt euch an, wo ihr euch bewegen dürft und wo nicht. Grün heißt, hier ist safe. Also was heißt safe? Hier dürft ihr rumlaufen, hier dürft ihr euch auf die Mütze geben. Der restliche Bereich ist vom Feind erobert. Und das ist natürlich wiederum nicht so prickelnd. Oh, warum treffe ich den denn nicht? Was ist das denn? Das ist aber nur ein NPC, das weiß ich. Wusste aber nicht, dass sie überhaupt rumfliegen können. Da hinten kommt was. Die andere Linie ist für der andere Bereich ist für die Gegner. Die dürfen da rumlaufen. Mist. Knallhart vorbeigeschossen. Jetzt muss ich mal kurz nachladen. Ich habe keinen Bock, wenn es dann mal wirklich hart auf hart kommt, dass ich dann nicht genug Muni habe. Treffer, endlich. Mit Karabiner 98. Was soll ich noch zu dem Spiel sagen? Also, ich finde es ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe es jetzt so knappe zwei Stunden gespielt. Und ich finde es sehr realistisch, muss ich sagen. Oder was heißt realistisch? Ich kann es ja nicht beurteilen, ob es realistisch ist oder nicht. War ja neben Krieg. Aber es fühlt sich realistisch an. Diese Entfernung, auf die geschossen wird. Und wie geschossen wird. Wie die Gewehre sich verhalten.
Das fühlt sich alles schon wesentlich besser an als bei Battlefield oder bei Call of Duty, logischerweise sowieso. Auch Arma finde ich bei weitem nicht so realistisch. Das, was man hier so geboten bekommt. Bin ich verletzt? Kann ich mich irgendwie heilen oder sowas? Ah ne, mach das mal selber. Botto heilen. Hm. Das ist natürlich wieder nicht so realistisch. So. Wir haben anscheinend den Gegner... Mist. Ordentlich eins reingedroschen. Das heißt, wir müssen jetzt zurückdrehen. Aber wenn es so ganz funktioniert. Also wie gesagt, ich finde es super realistisch. Das mag ich sehr gerne. Moment. Nein, 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 nein. Ich bin ja ganz falsch gelaufen. Eieiei. Boah, das war knapp. Der hat gerade auf mich angelegt, ey. Da hinten kommen auch schon welche, oder was? Wo sind sie? Mist. Armer Junge. Wie auch immer du hießest, wahrscheinlich Hans, wie alle deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Also so ganz gerafft habe ich das Spiel noch nicht, muss ich sagen, wie ich schießen muss. Ich habe noch nicht herausgefunden in der kurzen Zeit, wie ich jetzt gespielt habe, ob die Waffen irgendwie einen Bullet Drop haben oder wie genau ich mit den Waffen umgehen muss. Also das ist meiner Meinung nach gar nicht so einfach hier. Das muss man üben, 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 glaube ich. Ach Mist, und hier darf ich nicht rein. Ich hab vergessen, auf die Karte zu gucken. Zack. Zack. Endlich. Das war doch mal eine schöne Reihe. Ich frage mich auch gerade, wie kann ich denn das Visier da vorne aufklappen? Das muss irgendwie gehen. Nein! Scheiße. Ich muss mal kurz gucken, ob ich dieses Visier irgendwie aufklappen kann. Feuermodus Alpha 3. Was ist denn bitte Alpha 3? What the fuck? Leg das mal auf Maus 4. Wird wahrscheinlich für MGs oder sowas gelten. Auf jeden Fall hier geht's nicht. Was kann ich noch zu dem Spiel so ein bisschen erzählen? Es gibt verschiedene verschiedene Klassen. Unter anderem auch einen Commander, der kann anscheinend irgendwelche Befehle geben. Finde ich ganz interessant. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Dann gibt es natürlich noch einen Geschützen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt einen Scharfschützen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es irgendwelche Waffenerweiterungen oder sowas gibt. Wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Das würde den Sinn eines normal ausgerüsteten Heeres komplett widersprechen. Wir spielen hier ja wirklich kleinstes, blödstes, doofstes Fußvolk. Sie können sich nicht hier hinlegen. Das sieht aber mein Charakter gerade ganz anders.
Wurde ihn natürlich voll erwischt, scheiße. Komm schon. Noch ein Schüsschen hätte ich gebraucht. Ich glaube, dann hätte ich ihn gehabt. Nein! Kommt denn... Ach so, da schießt einer mit einem Mortar rum. Natürlich nicht so nett. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich die Waffen wechseln kann. Aber nein, mein Squad ist voll besetzt. Da geht leider nichts. Was ist denn das hier? Spezialisierung, die bewährt... Was? Die bewährte Schuss des Kaders ist mit seinem geliebten Karabiner... Gewehr seit ersten Einsatz hochgenau Scharfschützen zu. Leute, was eine Übersetzung. Ist ja brutal. Kann ich bitte die Übersetzung aufmachen? Kann ich es bitte auf Englisch spielen? Von mir auch auf. Also ich weiß nicht, wo das hergestellt wurde, das Spiel. Ich spiele es von mir aus auch auf Französisch. Aber die Übersetzung, die ist ja der Graus, ey. Das tut ja richtig weh beim Lesen. Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen unsicher hier so mitten in der Pampa auf weitem Feld. Aber nur so ein bisschen. Da habe ich eben schon das Feuer auf mich blitzen sehen. Kimmer und Korn schießen ist nicht so meins, muss ich sagen. So ein Reflexvisier oder ein Rotpunktvisier fände ich schon nicht schlecht. Aber ich mag das Gewehr so gerne. K98 Mauser. Super Teil. Hat sich wirklich ewig gehalten, das Teil. Wird ja heute immer noch von diversen Teilen der Bundeswehr verwendet. Vor allem zu Trainingszwecken und zu repräsentativen Zwecken. Echt schönes Teil. Aber ich sehe den Gegner nicht gut genug. Und ich weiß immer noch nicht, ob es einen Bullet Drop gibt. Aber ich schätze mal. Ich muss es mal ausprobieren. Mist, die drängen uns immer weiter zurück, kann das sein? Boah, habt ihr das gesehen? Kam gerade eine fette Salve. Aus dem NG angezischt. Und schon wieder tot. Das ist der Hammer, wie gut die schießen können. Ich sehe sie aber leider erst gar nicht. Ich habe schon mal besser geschossen. Also es spielt sich auch tatsächlich sehr anders. Als Red Orchestra oder so. Obwohl es selben Waffen, selbe Thematik quasi. Was heißt selbe Thematik? Ist aber dieselben Waffen. K98 gibt es auch noch im Zweiten Weltkrieg. Die Sicht ist jetzt hier gerade nicht die beste. Zack, endlich. Perfekt. Jetzt lade ich mal schnell im Hocken nach. Ich will meinen Kopf nicht so weit zeigen. Alter, wie man hier aufpassen muss. Ich weiß nicht, warum ich den eben nicht getroffen habe.
Nun gut, wobei, also wenn es richtig realistisch ist, dann verleiten auch kleinste Abweichungen zum Danebenschießen. Also wer schon mal mit einer richtigen Waffe geschossen hat, weiß, dass wenn man Kimme und Korn nicht wirklich hundertprozentig zusammenbringt, kein guter Schuss rauskommt. Aber das ist man von Computerspielen gar nicht gewöhnt, dass das so genau genommen wird. Ich versuche das jetzt noch einmal. Bist du auf einmal her? So langsam läuft es ja so ein bisschen, aber es ist schon fucking schwer. Karabiner Level 2. Okay, man levelt also die Waffen tatsächlich ein bisschen auf. Was für Auswirkungen das letztendlich hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da hinten ist ein Gegner. Leute, im Graben war gerade eine. Da hat auch schon einer geschrien. Wie komme ich denn da jetzt an mein Level ab? Stehe ich gerade nicht so ganz. Muss ich noch herausfinden. So, letzter Spawn. Das ist aber mal gut. Da steht direkt einer. Krass, ich hab den nicht erwischt. Doch, jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen verlassen. Oh mein Gott. Da sind so viele hinter dem Hügel. Treffer. Noch einer. Oh mein Gott. Ich habe ja einen richtigen Rush. Einen richtigen Lauf. Aber der wurde gerade beendet und ich würde sagen, ich beende damit auch diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über einen Daumen hoch freuen. Sagt mir, ob ich doch nochmal eine Folge von machen soll. Ich finde es ziemlich cool. Und wir sehen uns dann heute Abend bei... Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Habe ich nämlich noch nicht aufgenommen. Bis dann, tschüssi.